Abschnitt 2 von Die Verwirrungen des Zöglings Törleß von Robert Musil. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Gelesen von Boris Griff. »Hat das Bubi Heimweh?« fragte ihn plötzlich spöttisch der lange und um 2 Jahre ältere von Reiting, welchem Törleß Schweigsamkeit und die verdunkelten Augen aufgefallen waren. Törleß lächelte gemacht und verlegen, und ihm war, als hätte der boshafte Reiting die Vorgänge in seinem Innern belauscht. Er gab keine Antwort. Aber sie waren mittlerweile auf den Kirchplatz des Städtchens gelangt, der die Form eines Quadrates hatte und mit Katzenköpfen gepflastert war, und trennten sich nun voneinander. Törleß und Beineberg wollten noch nicht ins Institut zurück, während die anderen keine Erlaubnis zu längerem Ausbleiben hatten und nach Hause gingen. Die beiden waren in der Konditorei eingekehrt. Dort saßen sie an einem kleinen Tische mit runder Platte, neben einem Fenster, das auf den Garten hinausging, unter einer Gaskrone, deren Lichter hinter den milchigen Glaskugeln leise summten. Sie hatten es sich bequem gemacht, ließen sich die Gläschen mit wechselnden Schnäpsen füllen, rauchten Zigaretten, aßen dazwischen etwas Bäckerei und genossen das Behagen, die einzigen Gäste zu sein. Denn höchstens in den hinteren Räumen saß noch ein vereinzelter Besucher vor seinem Glase Wein. Vorne war es still, und selbst die feiste, angejährte Konditorin schien hinter ihrem Ladentische zu schlafen. Törleß sah, nur so ganz unbestimmt, durch das Fenster in den leeren Garten hinaus, der allgemach verdunkelte. Beineberg erzählte von Indien, wie gewöhnlich. Denn sein Vater, der General war, war dort als junger Offizier in englischen Diensten gestanden. Und nicht nur hatte er wie sonstige Europäer Schnitzereien, Gewebe und kleine Industriegötzen mit herübergebracht, sondern auch etwas von dem geheimnisvollen, bizarren Dämmern des esoterischen Buddhismus gefühlt und sich bewahrt. Auf seinen Sohn hatte er das, was er von daher wusste und später noch hinzulas, schon von dessen Kindheit an übertragen. Mit dem Lesen war es übrigens bei ihm ganz eigens. Er war Reiteroffizier und liebte durchaus nicht die Bücher im Allgemeinen. Romane und Philosophie verachtete er gleichermaßen. Wenn er las, wollte er nicht über Meinungen und Streitfragen nachdenken, sondern schon beim Aufschlagen der Bücher wie durch eine heimliche Pforte in die Mitte auserlesener Erkenntnisse treten. Es mussten Bücher sein, deren Besitz allein schon wie ein geheimes Ordenszeichen war und wie eine Gewährleistung überirdischer Offenbarungen. Und solches fand er nur in den Büchern der indischen Philosophie, die für ihn eben nicht bloße Bücher zu sein schienen, sondern Offenbarungen, Wirkliches, Schlüsselwerke wie die alchemistischen und Zauberbücher des Mittelalters. Mit ihnen schloss sich dieser gesunde, tatkräftige Mann, der strenge seinen Dienst versah und überdies seine 3 Pferde fast täglich selber ritt, meist gegen Abend ein. Dann griff er aufs Geratewohl eine Stelle heraus und sann, ob sich ihr geheimster Sinn ihm nicht heute erschlösse. Und nie war er enttäuscht, so oft er auch einsehen mußte, daß er noch nicht weiter als bis zum Vorhof des geheiligten Tempels gelangt sei. So schwebte um diesen nervigen, gebräunten Freiluftmenschen etwas wie ein weihevolles Geheimnis. Seine Überzeugung, täglich am Vorabend einer niederschmetternd großen Enthüllung zu stehen, gab ihm eine verschlossene Überlegenheit. Seine Augen waren nicht träumerisch, sondern ruhig und hart. Die Gewohnheit, in Büchern zu lesen, in denen kein Wort von seinem Platze gerückt werden durfte, ohne den geheimen Sinn zu stören, das vorsichtige, achtungsvolle Abwägen eines jeden Satzes nach Sinn und Doppelsinn, hatte ihren Ausdruck geformt. Nur mitunter verloren sich seine Gedanken in ein Dämmern von wohliger Melancholie. Das geschah, wenn er an den geheimen Kult dachte, der sich an die Originale der vor ihm liegenden Schriften knüpfte, an die Wunder, die von ihnen ausgegangen waren und Tausende ergriffen hatten, Tausende von Menschen, die ihm wegen der großen Entfernung, die ihn von ihnen trennte, nun wie Brüder erschienen, während er doch die Menschen seiner Umgebung, die er mit all ihren Details sah, verachtete. In diesen Stunden wurde er missmutig.
Der Gedanke, dass sein Leben verurteilt sei, ferne von den Quellen der heiligen Kräfte zu verlaufen, seine Anstrengungen verurteilt, an der Ungunst der Verhältnisse vielleicht doch zu erlahmen, drückte ihn nieder. Wenn er aber dann eine Weile betrübt vor seinen Büchern gesessen war, wurde ihm eigentümlich zumute. Seine Melancholie verlor zwar nichts von ihrer Schwere, im Gegenteil, ihre Traurigkeit steigerte sich noch, aber sie drückte ihn nicht mehr. Er fühlte sich mehr denn je verlassen und auf verlorenem Posten, aber in dieser Wehmut lag ein feines Vergnügen, ein Stolz, etwas Fremdes zu tun, einer unverstandenen Gottheit zu dienen. Und dann konnte wohl auch vorübergehend in seinen Augen etwas aufleuchten, das an den Aberwitz religiöser Ekstase gemahnte. Beineberg hatte sich müde gesprochen. In ihm lebte das Bild seines wunderlichen Vaters in einer Art verzerrender Vergrößerung weiter. Jeder Zug war zwar bewahrt, aber das, was bei jenem ursprünglich vielleicht nur eine Laune gewesen war, die ihrer Exklusivität halber konserviert und gesteigert wurde, hatte sich in ihm zu einer fantastischen Hoffnung ausgewachsen. Jene Eigenheit seines Vaters, die für diesen im Grunde genommen vielleicht doch nur den gewissen letzten Schlupfwinkel der Individualität bedeutete, den sich jeder Mensch, und sei es auch nur durch die Wahl seiner Kleider, schaffen muß, um etwas zu haben, das ihn vor anderen auszeichne, war in ihm zu dem festen Glauben geworden, sich mittels ungewöhnlicher seelischer Kräfte eine Herrschaft sichern zu können. Törleß kannte diese Gespräche zur Genüge. Sie gingen an ihm vorbei und berührten ihn kaum. Er hatte sich jetzt halb vom Fenster abgewandt und beobachtete Beineberg, der sich eine Zigarette drehte, und er fühlte wieder jenen merkwürdigen Widerwillen gegen diesen, der zu Zeiten in ihm aufstieg. Diese schmalen, dunklen Hände, die eben geschickt den Tabak in das Papier rollten, waren doch eigentlich schön. Magere Finger, ovale, schön gewölbte Nägel, es lag eine gewisse Vornehmheit in ihnen. Auch in den dunkelbraunen Augen, auch in der gestreckten Magerkeit des ganzen Körpers lag eine solche. Freilich, die Ohren standen mächtig ab, das Gesicht war klein und unregelmäßig, und der Gesamteindruck des Kopfes erinnerte an den einer Fledermaus. Dennoch, das fühlte Törleß, indem er die Einzelheiten gegeneinander abwog, ganz deutlich, waren es nicht die hässlichen, sondern gerade die vorzüglicheren derselben, die ihn so eigentümlich beunruhigten. Die Magerkeit des Körpers, Beineberg selbst pflegte die stahlschlanken Beine homerischer Wettläufer als sein Vorbild zu preisen, wirkte auf ihn durchaus nicht in dieser Weise. Törleß hatte sich darüber bisher noch nicht Rechenschaft gegeben, und nun fiel ihm im Augenblicke kein befriedigender Vergleich ein. Er hätte Beineberg gern scharf ins Auge gefasst, aber dann hätte es dieser gemerkt, und er hätte irgendein Gespräch beginnen müssen. Aber gerade so, da er ihn nur halb ansah und halb in der Fantasie das Bild ergänzte, fiel ihm der Unterschied auf. Wenn er sich die Kleider von dem Körper wegdachte, so war es ihm ganz unmöglich, die Vorstellung einer ruhigen Schlankheit festzuhalten, vielmehr traten ihm augenblicklich unruhige, sich windende Bewegungen vor das Auge, ein Verdrehen der Gliedmaßen und Verkrümmen der Wirbelsäule, wie man es in alten Darstellungen des Martyriums oder in den grotesken Schaubietungen der Jahrmarktsartisten finden kann. Auch die Hände, die er ja gewiss ebenso gut in dem Eindrucke irgendeiner formvollen Geste hätte festhalten können, dachte er nicht anders als in einer fingernden Beweglichkeit, und gerade an ihnen, die doch eigentlich das Schönste an Beineberg waren, konzentrierte sich der größte Widerwille. Sie hatten etwas Unzüchtiges an sich. Das war wohl der richtige Vergleich. Und etwas Unzüchtiges lag auch in dem Eindrucke verrenkter Bewegungen, den der Körper machte. In den Händen schien es sich nur gewissermaßen anzusammeln und schien von ihnen wie das Vorgefühl einer Berührung auszustrahlen, dass Törleß einen ekligen Schauer über die Haut jagte. Er war selbst über seinen Einfall verwundert und ein wenig erschrocken. Denn schon zum zweiten Mal an diesem Tage geschah es, dass sich etwas Geschlechtliches unvermutet und ohne rechten Zusammenhang zwischen seine Gedanken drängte.
Beineberg hatte sich eine Zeitung genommen und Törleß konnte ihn jetzt genau betrachten. Da war tatsächlich kaum etwas zu finden, das dem plötzlichen Auftauchen einer solchen Ideenverknüpfung auch nur einigermaßen hätte zur Entschuldigung dienen können. Und doch wurde das Missbehagen aller Unbegründung zu Trotz immer lebhafter. Es waren noch keine 10 Minuten des Schweigens zwischen den beiden verstrichen, und dennoch fühlte Törleß seinen Widerwillen bereits auf das Äußerste gesteigert. Eine Grundstimmung, Grundbeziehung zwischen ihm und Beineberg schien sich darin zum ersten Male zu äußern, ein immer schon lauernd dagewesenes Misstrauen schien mit einem Male in das bewusste Empfinden aufgestiegen zu sein. Die Situation zwischen den beiden spitzte sich immer mehr zu. Beleidigungen, für die er keine Worte wusste, drängten sich Törleß auf. Eine Art Scham, so als ob zwischen ihm und Beineberg wirklich etwas vorgefallen wäre, versetzte ihn in Unruhe. Seine Finger begannen unruhig auf der Tischplatte zu trommeln. Endlich sah er, um diesen sonderbaren Zustand loszuwerden, wieder zum Fenster hinaus. Beineberg blickte jetzt von der Zeitung auf. Dann las er irgendeine Stelle vor, legte das Blatt weg und gähnte. Mit dem Schweigen war auch der Zwang gebrochen, der auf Törleß gelastet hatte. Belanglose Worte rannen nun vollends über diesen Augenblick hinweg und verlöschten ihn. Es war ein plötzliches Aufhorchen gewesen, dem nun wieder die alte Gleichgültigkeit folgte. »Wie lange haben wir noch Zeit?« fragte Törleß. 2,5 Stunden.« Dann zog er fröstelnd die Schultern hoch. Er fühlte wieder die lähmende Gewalt der Enge, der es entgegenging. Der Stundenplan, der tägliche Umgang mit den Freunden. Selbst jener Widerwille gegen Beineberg wird nicht mehr sein, der für einen Augenblick eine neue Situation geschaffen zu haben schien. »Was gibt es heute zum Abendessen?« »Ich weiß nicht.« »Was für Gegenstände haben wir morgen?« »Mathematik.« »Oh, haben wir etwas auf?« »Ja, ein paar neue Sätze aus der Trigonometrie. Doch du wirst sie treffen, es ist nichts Besonderes an ihnen.« »Und dann?« »Religion.« »Religion, ach ja, das wird wieder etwas werden. Ich glaube, wenn ich so recht im Zug bin, könnte ich gerade so gut beweisen, dass 2 mal 2 5 ist, wie dass es nur einen Gott geben kann.« Beineberg blickte spöttisch zu Törleß auf. »Du bist darin überhaupt komisch. Mir scheint fast, dass es dir selbst Vergnügen bereitet. Wenigstens glänzt dir der Eifer nur so aus den Augen.« »Warum nicht? Ist es nicht hübsch? Es gibt immer einen Punkt dabei, wo man dann nicht mehr weiß, ob man noch lügt oder ob das, was man erfunden hat, wahrer ist als man selber.« »Wieso?« »Nun, ich meine es ja nicht wörtlich. Man weiß ja gewiss immer, dass man schwindelt. Aber trotzdem erscheint einem selbst die Sache mitunter so glaubwürdig, dass man gewissermaßen von seinen eigenen Gedanken gefangen genommen stillsteht.« »Ja, aber was bereitet dir denn daran Vergnügen?« »Eben dies. Es geht einem so ein Ruck durch den Kopf, ein Schwindel, ein Erschrecken.« »Ach, hör auf, das sind Spielereien.« »Ich habe ja nicht das Gegenteil behauptet, aber jedenfalls ist mir dies in der ganzen Schule noch das Interessanteste.« »Es ist so eine Art, mit dem Gehirn zu turnen, aber es hat doch keinen rechten Zweck.« »Nein«, sagte Törleß und sah wieder in den Garten hinaus. In seinem Rücken, ferne, hörte er die Gasflammen summen. Er verfolgte ein Gefühl, das melancholisch, wie ein Nebel, in ihm aufstieg. »Es hat keinen Zweck. Du hast recht. Aber man darf sich das gar nicht sagen. Von all dem, das wir den ganzen Tag lang in der Schule tun, was davon hat eigentlich einen Zweck? Wovon hat man etwas? Ich meine, etwas für sich haben, du verstehst. Man weiß am Abend, dass man wieder einen Tag gelebt hat, dass man so und so viel gelernt hat, man hat dem Stundenplan genügt, aber man ist dabei leer geblieben. Innerlich, meine ich. Man hat sozusagen einen ganz innerlichen Hunger.« Beineberg brummte etwas von üben, Geist vorbereiten, noch nichts anfangen können, später. »Vorbereiten? Üben? Wofür denn? Weißt du etwas Bestimmtes? Du hoffst vielleicht auf etwas, aber auch dir ist es ganz ungewiss. Es ist so ein ewiges Warten auf etwas, von dem man nichts anderes weiß, als dass man darauf wartet. Das ist so langweilig.«
Langweilig, dehnte Beineberg nach und wiegte mit dem Kopfe. Törleß sah noch immer in den Garten. Er glaubte, das Rascheln der welken Blätter zu hören, die der Wind zusammentrug. Dann kam jener Augenblick intensivster Stille, der stets dem völligen Dunkelwerden kurz vorangeht. Die Formen, welche sich immer tiefer in die Dämmerung gebettet hatten, und die Farben, welche zerflossen, schienen für Sekunden stillzustehen, den Atem anzuhalten. »Höre, Beineberg«, sprach Törleß, ohne sich zurückzuwenden, »es muss während des Dämmerns immer einige Augenblicke geben, die ganz eigener Art sind. So oft ich es beobachte, kehrt mir dieselbe Erinnerung wieder. Ich war noch sehr klein, als ich um diese Stunde einmal im Walde spielte. Das Dienstmädchen hatte sich entfernt. Ich wusste das nicht und glaubte, es noch in meiner Nähe zu empfinden. Plötzlich zwang mich etwas aufzusehen. Ich fühlte, dass ich allein sei. Es war plötzlich so still. Und als ich um mich blickte, war mir, als stünden die Bäume schweigend im Kreise und sähen mir zu. Ich weinte. Ich fühlte mich so verlassen von den Großen, den leblosen Geschöpfen preisgegeben. Was ist das? Ich fühle es häufig wieder, dieses plötzliche Schweigen, das wie eine Sprache ist, die wir nicht hören. Ich kenne das nicht, was du meinst. Aber warum sollten nicht die Dinge eine Sprache haben? Können wir doch nicht einmal mit Bestimmtheit behaupten, dass ihnen keine Seele zukommt? Törleß gab keine Antwort. Beinebergs spekulative Auffassung behagte ihm nicht. Nach einer Weile begann aber dieser: »Warum siehst du noch fortwährend zum Fenster hinaus? Was findest denn du daran? Ich denke noch immer nach, was das sein mag.« In Wahrheit hatte er aber bereits an etwas Weiteres gedacht, was er nur nicht eingestehen wollte. Die hohe Anspannung, das Lauschen auf ein ernstes Geheimnis und die Verantwortung, mitten in noch unbeschriebene Beziehungen des Lebens zu blicken, hatte er nur für einen Augenblick aushalten können. Dann war wieder jenes Gefühl des Allein- und Verlassenseins über ihn gekommen, das stets dieser zu hohen Anforderung folgte. Er fühlte, hierin liegt etwas, das jetzt noch zu schwer für mich ist. Und seine Gedanken flüchteten zu etwas anderem, das auch darin lag, aber gewissermaßen nur im Hintergrunde und auf der Lauer: die Einsamkeit. Aus dem verlassenen Garten tanzte hie und da ein Blatt an das erleuchtete Fenster und riss auf seinem Rücken einen hellen Streifen in das Dunkel hinein. Dieses schien auszuweichen, sich zurückzuziehen, um im nächsten Augenblicke wieder vorzurücken und unbeweglich wie eine Mauer vor den Fenstern zu stehen. Es war eine Welt für sich, dieses Dunkel. Wie ein Schwarm schwarzer Feinde war es über die Erde gekommen und hatte die Menschen erschlagen oder vertrieben oder was immer getan, das jede Spur von ihnen auslöschte. Und Törleß schien es, dass er sich darüber freue. Er mochte in diesem Augenblick die Menschen nicht, die Großen und Erwachsenen. Er mochte sie nie, wenn es dunkel war. Er war gewöhnt, sich dann die Menschen wegzudenken. Die Welt erschien ihm danach wie ein leeres, finsteres Haus, und in seiner Brust war ein Schauer, als sollte er nun von Zimmer zu Zimmer suchen. Dunkle Zimmer, von denen man nicht wusste, was ihre Ecken bargen, tastend über die Schwellen schreiten, die keines Menschen Fuß außer dem Seinen mehr betreten sollte, bis in einem Zimmer sich die Türen plötzlich vor und hinter ihm schlössen und er der Herrin selbst der schwarzen Scharen gegenüberstünde. Und in diesem Augenblicke würden auch die Schlösser aller anderen Türen zufallen, durch die er gekommen, und nur weit vor den Mauern würden die Schatten der Dunkelheit wie schwarze Eunuchen auf Wache stehen und die Nähe der Menschen fernhalten. Das war seine Art der Einsamkeit, seit man ihn damals im Stiche gelassen hatte, im Walde, wo er so weinte. Sie hatte für ihn den Reiz eines Weibes und einer Unmenschlichkeit. Er fühlte sie als eine Frau, aber ihr Atmen war nur ein Würgen in seiner Brust, ihr Gesicht ein wirbelndes Vergessen aller menschlichen Gesichter und die Bewegungen ihrer Hände Schauer, die ihm über den Leib jagten. Er fürchtete diese Phantasie, denn er war sich ihrer ausschweifenden Heimlichkeit bewusst, und der Gedanke, dass solche Vorstellungen immer mehr Herrschaft über ihn gewinnen könnten, beunruhigte ihn. Aber gerade dann, wenn er sich am ernstesten und reinsten glaubte, überkamen sie ihn.
man könnte sagen, als eine Reaktion auf diese Augenblicke, wo er empfindsame Erkenntnisse ahnte, die sich zwar in ihm schon vorbereiteten, aber seinem Alter noch nicht entsprachen. Denn in der Entwicklung einer jeden feinen moralischen Kraft gibt es einen solchen frühen Punkt, wo sie die Seele schwächt, deren kühnste Erfahrung sie einst vielleicht sein wird, so als ob sich ihre Wurzeln erst suchend senken und den Boden zerwühlen müssten, den sie nachher zu stützen bestimmt sind, weswegen Jünglinge mit großer Zukunft meist eine an Demütigungen reiche Vergangenheit besitzen. Törleß Vorliebe für gewisse Stimmungen war die erste Andeutung einer seelischen Entwicklung, die sich später als ein Talent des Staunens äußerte. Späterhin wurde er nämlich von einer eigentümlichen Fähigkeit geradezu beherrscht. Er war dann gezwungen, Ereignisse, Menschen, Dinge, ja sich selbst häufig so zu empfinden, dass er dabei das Gefühl sowohl einer unauflöslichen Unverständlichkeit als einer unerklärlichen, nie völlig zu rechtfertigenden Verwandtschaft hatte. Sie schienen ihm zum Greifen verständlich zu sein und sich doch nie restlos in Worte und Gedanken auflösen zu lassen. Zwischen den Ereignissen und seinem Ich, ja zwischen seinen eigenen Gefühlen und irgendeinem innersten Ich, das nach ihrem Verständnis begehrte, blieb immer eine Scheidelinie, die wie ein Horizont vor seinem Verlangen zurückwich, je näher er ihr kam. Ja, je genauer er seine Empfindungen mit den Gedanken umfasste, je bekannter sie ihm wurden, desto fremder und unverständlicher schienen sie ihm gleichzeitig zu werden, so daß es nicht einmal mehr schien, als ob sie vor ihm zurückwichen, sondern als ob er selbst sich von ihnen entfernen würde und doch die Einbildung, sich ihnen zu nähern, nicht abschütteln könnte. Dieser merkwürdige, schwer zugängliche Widerspruch füllte später eine weite Strecke seiner geistigen Entwicklung. Er schien seine Seele zerreißen zu wollen und bedrohte sie lange als ihr oberstes Problem. Vorläufig kündigte sich die Schwere dieser Kämpfe aber nur in einer häufigen, plötzlichen Ermüdung an und schreckte Törleß gleichsam schon von ferne, sobald ihm aus irgendeiner fragwürdig sonderbaren Stimmung, wie vorhin, eine Ahnung davon wurde. Er kam sich dann so kraftlos vor wie ein Gefangener und Aufgegebener, gleichermaßen von sich wie von den anderen Abgeschlossener. Er hätte schreien mögen vor Leere und Verzweiflung, und stattdessen wandte er sich gleichsam von diesem ernsten und erwartungsvollen, gepeinigten und ermüdeten Menschen in sich ab und lauschte, noch erschrocken von diesem jähen Verzichten und schon entzückt von ihrem warmen, sündigen Atem, auf die flüsternden Stimmen, welche die Einsamkeit für ihn hatte. Törleß machte plötzlich den Vorschlag zu zahlen. In Beinebergs Augen blitzte ein Verstehen auf. Er kannte die Stimmung. Törleß war dieses Einverständnis zuwider. Seine Abneigung gegen Beineberg wurde wieder lebendig, und er fühlte sich durch die Gemeinschaft mit ihm geschändet. Aber das gehörte fast schon mit dazu. Das Schändliche ist eine Einsamkeit mehr und eine neue, finstere Mauer. Und ohne miteinander zu sprechen, schlugen sie einen bestimmten Weg ein. Es mußte in den letzten Minuten ein leichter Regen gefallen sein. Die Luft war feucht und schwer, um die Laternen zitterte ein bunter Nebel, und die Bürgersteige glänzten stellenweise auf. Törleß nahm den Degen, der aufs Pflaster schlug, eng an den Leib. Allein selbst das Geräusch der aufklappernden Absätze durchrieselte ihn eigentümlich. Nach einer Weile hatten sie weichen Boden unter den Füßen. Sie entfernten sich von der inneren Stadt und schritten durch breite Dorfstraßen dem Flusse zu. Dieser wälzte sich schwarz und träge, mit tiefen, glucksenden Lauten unter der hölzernen Brücke. Eine einzige Laterne mit verstaubten und zerschlagenen Scheiben stand da. Der Schein des unruhig vor den Windstößen sich duckenden Lichtes fiel dann und wann auf eine treibende Welle und zerfloß auf ihrem Rücken. Die runden Streuhölzer gaben unter jedem Schritte nach, rollten vor und wieder zurück. Beineberg stand still. Das jenseitige Ufer war mit dichten Bäumen bestanden, welche, da die Straße rechtwinkelig abbog und längs des Wassers weiterführte, wie eine schwarze, undurchdringliche Mauer drohten.
Erst nach vorsichtigem Suchen fand sich ein schmaler, versteckter Weg, der geradeaus hineinführte. Von dem dichten, üppig wuchernden Unterholze, an das die Kleider streiften, ging jedesmal ein Schauer von Tropfen nieder. Nach einer Weile mussten sie wieder stehen bleiben und ein Streichholz anreiben. Es war ganz still. Sogar das Gurgeln des Flusses war nicht mehr zu hören. Plötzlich kam von ferne ein unbestimmter, gebrochener Ton zu ihnen. Er hörte sich wie ein Schrei oder eine Warnung an. Oder auch wie der bloße Zuruf eines unverständlichen Geschöpfes, das irgendwo gleich ihnen durch die Büsche brach. Sie schritten auf den Ton zu, blieben stehen, schritten wieder weiter. Im Ganzen mochte es wohl eine Viertelstunde gedauert haben, als sie aufatmend laute Stimmen und die Klänge einer Ziehharmonika unterschieden. Zwischen den Bäumen wurde es nun lichter, und nach wenigen Schritten standen sie am Rande einer Blöße, in deren Mitte ein quadratisches, zweistockhohes Gebäude massig aufgebaut war. Es war das alte Badhaus, seinerzeit von den Bürgern des Städtchens und den Bauern der Umgegend als Heilstätte benutzt, stand es jetzt schon seit Jahren fast leer. Nur in seinem Erdgeschosse bot es einem verrufenen Wirtshause Unterkunft. Die beiden standen einen Augenblick still und horchten hinüber. Eben setzte Törleß den Fuß vor, um aus dem Gebüsch herauszutreten, als drüben schwere Stiefel auf der Diele des Flures knarrten und ein Betrunkener mit unsicheren Schritten ins Freie trat. Hinter ihm, in dem Schatten des Flurs, stand ein Weib, und man hörte es mit hastender, zorniger Stimme etwas flüstern, als ob es etwas von ihm forderte. Der Mann lachte dazu und wiegte sich in den Beinen. Dann kam es wie ein Bitten herüber, aber auch das konnte man nicht verstehen. Nur der schmeichelnde, zuredende Klang der Stimme war fühlbar. Das Weib trat jetzt weiter heraus und legte dem Manne eine Hand auf die Schulter. Der Mond beleuchtete sie, ihren Unterrock, ihre Jacke, ihr bittendes Lächeln. Der Mann sah geradeaus, schüttelte mit dem Kopfe und hielt die Hände fest in den Taschen. Dann spuckte er aus und stieß das Weib weg. Es mochte wohl irgendetwas gesagt haben. Nun konnte man auch ihre Stimmen verstehen, die lauter geworden waren. »Du willst also nichts geben? Du! Schau, dass du hinaufkommst, du Dreckfink!« »Was? So ein Bauernnümmel!« Zur Antwort klaubte der Trunkene mit schwerfälliger Bewegung einen Stein auf. »Wenn du nicht gleich abfahrst, du dummes Mensch, so schlag ich dir den Buckel ein!« Und er holte zum Wurfe aus. Törleß hörte das Weib mit einem letzten Schimpfworte die Stiege hinaufflüchten. Der Mann stand eine Weile still und hielt unschlüssig den Stein in der Hand. Er lachte, sah nach dem Himmel, wo zwischen schwarzen Wolken weingelb der Mond schwamm, dann glotzte er die dunkle Hecke der Gebüsche an, als überlege er, darauf loszugehen. Törleß zog vorsichtig den Fuß zurück, er fühlte sein Herz bis zum Halse hinaufschlagen. Endlich schien sich der Trunkene doch besonnen zu haben. Seine Hand ließ den Stein fallen. Mit rohem, triumphierendem Lachen rief er eine grobe Unanständigkeit zu dem Fenster hinauf, dann drückte er sich um die Ecke. Die beiden standen noch immer bewegungslos. »Hast du sie erkannt?« flüsterte Beineberg. »Es war Boena.« Törleß gab keine Antwort. Er horchte, ob der Betrunkene nicht wiederkehre. Dann wurde er von Beineberg vorwärts geschoben. Mit raschen, vorsichtigen Sätzen waren sie, an dem Lichtschein, der keilförmig durch die Fenster des Erdgeschosses fiel, vorbei, in dem dunklen Hausflur. Eine hölzerne Treppe führte in engen Windungen in das erste Stockwerk hinauf. Hier musste man ihre Schritte auf den knarrenden Stufen gehört haben, oder hatte ein Degen gegen das Holz geschlagen. Die Türe der Schankstube wurde geöffnet, und jemand kam nachsehen, wer im Hause sei, während die Ziehharmonika plötzlich schwieg und das Gewirr der Stimmen einen Augenblick wartend aussetzte. Törleß presste sich erschrocken um die Windung der Stiege. Aber man schien ihn trotz des Dunkels bemerkt zu haben, denn er hörte die spöttische Stimme der Kellnerin, während die Türe wieder geschlossen wurde, irgendetwas sagen, worauf ein unbändiges Gelächter folgte. Auf dem Treppenabsatz des ersten Stockwerkes war es völlig finster. Weder Törleß noch Beineberg trauten sich einen Schritt vorwärts zu tun,
ungewiss, ob sie nicht etwas umwerfen und dadurch Lärm verursachen würden. Von der Aufregung angetrieben, suchten sie mit hastenden Fingern nach der Türklinke. Boena war als Bauernmädchen in die Großstadt gekommen, wo sie in Dienst trat und später Kammerzofe wurde. Es ging ihr anfangs ganz gut. Die bäuerische Art, welche sie so wenig ganz abstreifte wie ihren breiten, festen Gang, sicherte ihr das Vertrauen ihrer Herrinnen, welche an diesem Kuhstalldufte ihres Wesens seine Einfalt liebten, und die Liebe ihrer Herren, welche daran das Parfum schätzten. Wohl nur aus Laune, vielleicht auch aus Unzufriedenheit und dumpfer Sehnsucht nach Leidenschaft, gab sie dieses bequeme Leben auf. Sie wurde Kellnerin, erkrankte, fand in einem eleganten öffentlichen Hause Unterkommen und wurde allgemach, in dem Maße, wie das Lotterleben sie verbrauchte, wieder und immer weiter in die Provinz hinausgespült. Hier endlich, wo sie nun schon seit mehreren Jahren wohnte, nicht weit von ihrem Heimatsdorfe, half sie untertags in der Wirtschaft mit und las des Abends billige Romane, rauchte Zigaretten und empfing hie und da den Besuch eines Mannes. Sie war noch nicht geradezu hässlich geworden, aber ihr Gesicht entbehrte in auffallender Weise jegliche Anmut, und sie gab sich förmlich Mühe, dies durch ihr Wesen noch mehr zur Geltung zu bringen. Sie ließ mit Vorliebe durchblicken, dass sie die Eleganz und das Getriebe der vornehmen Welt sehr wohl kenne, nunmehr aber darüber hinaus sei. Sie äußerte gerne, dass sie darauf, wie auf sich selbst, wie überhaupt auf alles, pfeife. Trotz ihrer Verwahrlosung genoss sie deswegen ein gewisses Ansehen bei den Bauernsöhnen der Umgebung. Sie spuckten zwar aus, wenn sie von ihr sprachen, und fühlten sich verpflichtet, mehr noch als gegen andere Mädchen grob gegen sie zu sein, im Grunde waren sie aber doch ganz gewaltig stolz auf dieses verfluchte Mensch, das aus ihnen hervorgegangen war und der Welt so durch den Lack geguckt hatte. Einzeln zwar und verstohlen, aber doch immer wieder kamen sie, sich mit ihr zu unterhalten. Dadurch fand Boena einen Rest von Stolz und Rechtfertigung in ihrem Leben. Eine vielleicht noch größere Genugtuung bereiteten ihr aber die jungen Herren aus dem Institute. Gegen sie kehrte sie absichtlich ihre rohesten und hässlichsten Eigenschaften heraus, weil diese, wie sie sich auszudrücken pflegte, ja trotzdem gerade so zu ihr gekrochen kommen würden. Als die beiden Freunde eintraten, lag sie wie gewöhnlich rauchend und lesend auf ihrem Bette. Törleß sog, noch in der Türe stehend, mit begierigen Augen ihr Bild in sich ein. »Gott, was für süße Buben kommen denn da!« rief sie spöttisch den Eintretenden entgegen, die sie ein wenig verächtlich musterte. »Je, du, Baron, was wird denn die Mama dazu sagen?« Das war solch ein Anfang nach ihrer Art. »Aber Hals«, brummte Beineberg und setzte sich zu ihr aufs Bett. Törleß setzte sich abseits. Er ärgerte sich, weil Boena sich nicht um ihn bekümmerte und tat, als ob sie ihn nicht kennte. Die Besuche bei diesem Weib waren in der letzten Zeit zu seiner einzigen und geheimen Freude geworden. Gegen Ende der Woche wurde er schon unruhig und konnte den Sonntag nicht erwarten, wo er am Abend zu ihr schlich. Hauptsächlich dieses Sich-Einschleichen-Müssen beschäftigte ihn. Wenn es zum Beispiel vorhin den trunkenen Burschen in der Schankstube eingefallen wäre, auf ihn Jagd zu machen, aus bloßer Lust, dem lasterhaften jungen Herrchen eins auszuwischen. Er war nicht feig, aber er wußte, dass er hier wehrlos sei. Der zierliche Degen kam ihm entgegen diesen groben Fäusten wie ein Spott vor, außerdem die Schande und die Strafe, die er zu gewärtigen hätte. Es bliebe ihm nur übrig zu fliehen oder sich aufs Bitten zu verlegen, oder sich von Boena schützen zu lassen. Der Gedanke durchrieselte ihn. Aber das war es, nur das, nichts anderes. Diese Angst, dieses Sich-Aufgeben, lockte ihn jedes Mal von Neuem. Dieses Heraustreten aus seiner bevorzugten Stellung unter die gemeinen Leute, unter sie, tiefer als sie. Er war nicht lasterhaft. Bei der Ausführung überwogen stets der Widerwille gegen sein Beginnen und die Angst vor den möglichen Folgen. Nur seine Fantasie war in eine ungesunde Richtung gebracht.
Wenn sich die Tage der Woche bleiern, einer nach dem anderen über sein Leben legten, fingen diese beizenden Reize an, ihn zu locken. Aus den Erinnerungen an seine Besuche bildete sich eine eigenartige Verführung heraus. Boena erschien ihm als ein Geschöpf von ungeheuerlicher Niedrigkeit, und sein Verhältnis zu ihr, die Empfindungen, die er dabei zu durchlaufen hatte, als ein grausamer Kultus der Selbstaufopferung. Es reizte ihn, alles zurücklassen zu müssen, worin er sonst eingeschlossen war, seine bevorzugte Stellung, die Gedanken und Gefühle, die man ihm einimpfte, all das, was ihm nichts gab und ihn erdrückte. Es reizte ihn, nackt, von allem entblößt, in rasendem Laufe zu diesem Weibe zu flüchten. Das war nichts anders als bei jungen Leuten überhaupt. Wäre Boena rein und schön gewesen und hätte er damals lieben können, so hätte er sie vielleicht gebissen, ihr und sich die Wollust bis zum Schmerz gesteigert. Denn die erste Leidenschaft des erwachsenen Menschen ist nicht die Liebe zu der einen, sondern Hass gegen alle. Dass sich unverstanden fühlen und dass die Welt nicht verstehen, begleitet nicht die erste Leidenschaft, sondern ist ihre einzige, nicht zufällige Ursache. Und sie selbst ist eine Flucht, auf der das Zu-Zweien-Sein nur eine verdoppelte Einsamkeit bedeutet. Fast jede erste Leidenschaft dauert nicht lange und hinterlässt einen bitteren Nachgeschmack. Sie ist ein Irrtum, eine Enttäuschung. Man versteht sich hinterher nicht und weiß nicht, was man beschuldigen soll. Dies kommt, weil die Menschen in diesem Drama einander zum größeren Teile zufällig sind, Zufallsgefährten auf einer Flucht. Nach der Beruhigung erkennen sie sich nicht mehr. Sie bemerken aneinander Gegensätze, weil sie das Gemeinsame nicht mehr bemerken. Bei Törleß war es nur darum anders, dass er allein war. Die alternde, erniedrigte Prostituierte vermochte nicht alles in ihm auszulösen. Doch war sie so weit Weib, dass sie Teile seines Inneren, die wie reifende Keime noch auf den befruchtenden Augenblick warteten, gleichsam frühzeitig an die Oberfläche riss. Das waren dann seine sonderbaren Vorstellungen und fantastischen Verführungen. Fast ebenso nahe lag es ihm aber manchmal, sich auf die Erde zu werfen und vor Verzweiflung zu schreien. Boena bekümmerte sich noch immer nicht um Törleß. Sie schien es aus Bosheit zu tun, bloß um ihn zu ärgern. Plötzlich unterbrach sie ihr Gespräch. »Gib mir Geld, ich werde Tee und Schnaps holen.« Törleß gab ihr eines der Silberstücke, die er am Nachmittage von seiner Mutter erhalten hatte. Sie holte vom Fensterbrett einen zerbeulten Schnellsieder und zündete den Spiritus an. Dann stieg sie langsam und schlürfend die Treppe hinunter. Beineberg stieß Törleß an. »Warum bist du denn so fad? Sie wird denken, du traust dich nicht.« »Lass mich aus dem Spiel«, bat Törleß. »Ich bin nicht aufgelegt. Unterhalte nur du dich mit ihr. Was will sie übrigens fortwährend mit deiner Mutter?« »Seit sie weiß, wie ich heiße, behauptet sie, einmal bei meiner Tante in Dienst gewesen zu sein und meine Mutter gekannt zu haben. Zum Teil scheint es wohl wahr zu sein, zum Teil lügt sie aber sicher, rein zum Vergnügen, obwohl ich nicht recht verstehe, was ihr daran Spaß macht.« Törleß wurde rot. Ein merkwürdiger Gedanke war ihm eingefallen. Da kam aber Boena mit dem Schnaps zurück und setzte sich wieder neben Beineberg aufs Bett. Sie griff auch gleich wieder das frühere Gespräch auf. »Ja, deine Mama war ein schönes Mädchen. Du siehst ihr eigentlich gar nicht ähnlich mit deinen abstehenden Ohren. Auch lustig war sie. Mehr als einer wird sie sich wohl in den Kopf gesetzt haben. Recht hat sie gehabt.« Nach einer Pause schien ihr etwas besonders Lustiges eingefallen zu sein. »Dein Onkel, der Dragoneroffizier, weißt du? Karl hat er, glaube ich, geheißen. Er war ein Cousin deiner Mutter. Der hat ihr damals den Hof gemacht. Aber sonntags, wenn die Damen in der Kirche waren, ist er mir nachgestiegen. Alle Augenblicke habe ich ihm etwas anderes aufs Zimmer bringen müssen. Fesch war er, das weiß ich heute noch. Nur hat er sich so gar nicht geniert.« Sie begleitete diese Worte mit einem vielsagenden Lachen. Dann verbreitete sie sich weiter über dieses Thema, das ihr augenscheinlich besonderes Vergnügen bereitete. Ihre Worte waren familiär, und sie brachte sie mit einem Ausdruck vor,
der jedes Einzelne beschmutzen zu wollen schien. »Ich meine, er hat auch deiner Mutter gefallen, wenn sie das nun gewusst hätte. Ich glaube, deine Tante hätte mich und ihn aus dem Hause schmeißen müssen. So sind nun einmal die feinen Damen, gar wenn sie noch keinen Mann haben. Liebe Boschina das und liebe Boschina jenes, so ist es den ganzen Tag gegangen. Als aber die Köchin in die Hoffnung kam, da hättest du es hören sollen. Ich glaube gar, sie meinten, dass ich unser eins nur einmal im Jahr die Füße wasche. Der Köchin sagten sie zwar nichts, aber ich konnte es hören, wenn ich im Zimmer bediente und sie gerade davon sprachen. Deine Mutter machte ein Gesicht, als möchte sie am liebsten nur Kölner Wasser trinken. Dabei hatte deine Tante gar nicht lange danach selbst einen Bauch bis zur Nase. Während Boschina sprach, fühlte sich Törleß ihren gemeinen Anspielungen fast wehrlos preisgegeben. Was sie schilderte, sah er lebendig vor sich. Beinebergs Mutter wurde zu seiner eigenen. Er erinnerte sich der hellen Räume der elterlichen Wohnung, der gepflegten, reinen, unnahbaren Gesichter, die ihm zu Hause bei den Diners oft eine gewisse Ehrfurcht eingeflößt hatten, der vornehmen, kühlen Hände, die sich selbst beim Essen nichts zu vergeben schienen. Eine Menge solcher Einzelheiten fiel ihm ein, und er schämte sich, hier in einem kleinen, übel riechenden Zimmer zu sein und mit einem Zittern auf die demütigenden Worte einer Dirne zu antworten. Die Erinnerung an die vollendete Manier dieser nie formvergessenen Gesellschaft wirkte stärker auf ihn als alle moralische Überlegung. Das Wühlen seiner dunklen Leidenschaften kam ihm lächerlich vor. Mit visionärer Eindringlichkeit sah er eine kühle, abwehrende Handbewegung, ein schockiertes Lächeln, mit dem man ihn wie ein kleines, unsauberes Tier von sich weisen würde. Trotzdem blieb er wie festgebunden auf seinem Platze sitzen. Mit jeder Einzelheit, deren er sich erinnerte, wuchs nämlich neben der Scham auch eine Kette hässlicher Gedanken in ihm groß. Sie hatte begonnen, als Beineberg die Erläuterung zu Boschinas Gespräch gab, worauf Törleß errötet war. Er hatte damals plötzlich an seine eigene Mutter denken müssen, und dies hielt nun fest und war nicht loszubekommen. Es war ihm nur so durch die Grenzen des Bewusstseins geschossen, blitzschnell oder undeutlich weit, am Rande, nur wie im Fluge gesehen, kaum ein Gedanke zu nennen. Und hastig war darauf eine Reihe von Fragen gefolgt, die es verdecken sollten. Was ist es, das es ermöglicht, dass diese Boschina ihre niedrige Existenz an die meiner Mutter heranrücken kann, dass sie sich in der Enge desselben Gedankens an jene herandrängt? Warum berührt sie nicht mit der Stirne die Erde, wenn sie schon von ihr sprechen muss? Warum ist es nicht wie durch einen Abgrund zum Ausdruck gebracht, dass hier gar keine Gemeinsamkeit besteht? Denn wie ist es doch? Dieses Weib ist für mich ein Knäuel aller geschlechtlichen Begehrlichkeiten, und meine Mutter ein Geschöpf, das bisher in wolkenloser Entfernung, klar und ohne Tiefen, wie ein Gestirn jenseits alles Begehrens durch mein Leben wandelte. Aber alle diese Fragen waren nicht das Eigentliche, berührten es kaum. Sie waren etwas Sekundäres, etwas, das Törleß erst nachträglich eingefallen war. Sie vervielfältigten sich nur, weil keine das Rechte bezeichnete. Sie waren nur Ausflüchte, Umschreibungen der Tatsache, dass vorbewusst, plötzlich, instinktiv ein seelischer Zusammenhang gegeben war, der sie vor ihrem Entstehen schon in bösem Sinne beantwortet hatte. Törleß sättigte sich mit den Augen an Boschina und konnte dabei seiner Mutter nicht vergessen. Durch ihn hindurch verkettete die beiden einen Zusammenhang. Alles andere war nur ein sich Winden unter dieser Ideenverschlingung. Diese war die einzige Tatsache. Aber durch die Vergeblichkeit, ihren Zwang abzuschütteln, gewann sie eine fürchterliche, unklare Bedeutung, die wie ein perfides Lächeln alle Anstrengungen begleitete. Törleß sah im Zimmer umher, um dies loszuwerden. Aber alles hatte nun schon diese eine Beziehung angenommen. Der kleine eiserne Ofen mit den Rostflecken auf der Platte, das Bett mit den wackligen Pfosten und der gestrichenen Lade, von der die Farbe an vielen Stellen abblätterte, das Bettzeug, das schmutzig durch die Löcher des abgenützten Lakens sah,
Boena, ihr Hemd, das von der einen Schulter geglitten war, das gemeine, wüste Rot ihres Unterrockes, ihr breites, schwatzendes Lachen, endlich Beineberg, dessen Benehmen ihm im Vergleich zu sonst wie das eines unzüchtigen Priesters vorkam, der, toll geworden, zweideutige Worte in die ernsten Formen eines Gebetes flicht. All das stieß nach der Einrichtung, drängte auf ihn ein und bog seine Gedanken gewaltsam immer wieder zurück. Nur an einer Stelle fanden seine Blicke, die geschreckt von einem zum anderen flüchteten, Frieden. Das war oberhalb der kleinen Gardine. Dort sahen die Wolken vom Himmel herein und reglos der Mond. Das war, als ob er plötzlich in die frische, ruhige Nachtluft hinausgetreten wäre. Eine Weile wurden alle Gedanken ganz still. Dann kam ihm eine angenehme Erinnerung. Das Landhaus, das sie letzten Sommer bewohnt hatten. Nächte im schweigenden Park. Ein sternzitterndes, samtdunkles Firmament. Die Stimme seiner Mutter aus der Tiefe des Gartens, wo sie mit Papa auf den schwach schimmernden Kieswegen spazieren ging. Lieder, die sie halblaut vor sich hinsang. Aber da, es fuhr ihm kalt durch den Leib, war auch wieder dieses quälende Vergleichen. Was mochten die beiden dabei gefühlt haben? Liebe? Nein, der Gedanke kam ihm jetzt zum ersten Mal. Überhaupt war das etwas ganz anderes. Nichts für große und erwachsene Menschen, gar für seine Eltern. Nachts am offenen Fenster sitzen und sich verlassen fühlen, sich anders fühlen als die Großen, von jedem Lachen und von jedem spöttischen Blicke missverstanden, niemandem erklären können, was man schon bedeute, und sich nach einer sehen, die das verstünde. Das ist Liebe. Aber dazu muß man jung und einsam sein. Bei ihnen mußte es etwas anderes gewesen sein. Etwas Ruhiges und Gleichmütiges. Mama sang einfach am Abend in dem dunklen Garten und war heiter. Aber gerade das war es, was Törleß nicht verstand. Die geduldigen Pläne, welche für den Erwachsenen, ohne dass er es merkt, die Tage zu Monaten und Jahren zusammenketten, waren ihm noch fremd. Und ebenso jenes Abgestumpftsein, für das es nicht einmal mehr eine Frage bedeutet, wenn wieder ein Tag zu Ende geht. Sein Leben war auf jeden Tag gerichtet. Jede Nacht bedeutete für ihn ein Nichts, ein Grab, ein Ausgelöschtwerden. Das Vermögen, sich jeden Tag sterben zu legen, ohne sich darüber Gedanken zu machen, hatte er noch nicht erlernt. Deswegen hatte er immer etwas dahinter vermutet, das man ihm verberge. Die Nächte erschienen ihm wie dunkle Tore zu geheimnisvollen Freuden, die man ihm verheimlicht hatte, so daß sein Leben leer und unglücklich blieb. Er erinnerte sich an ein eigentümliches Lachen seiner Mutter und sich wie scherzhaft fester an den Arm ihres Mannes drücken, das er an einem jener Abende beobachtet hatte. Es schien jeden Zweifel auszuschließen. Auch aus der Welt jener Unantastbaren und Ruhigen mußte eine Pforte herüberführen. Und nun, da er wußte, konnte er nur mit jenem gewissen Lächeln daran denken, gegen dessen böses Misstrauen er sich vergeblich wehrte. Boena erzählte unterdessen weiter. Törleß hörte mit halber Aufmerksamkeit hin. Sie sprach von einem, der auch fast jeden Sonntag kam. »Wie heißt er nur? Er ist aus deinem Jahrgang.« »Reiting?« »Nein.« »Wie sieht er aus?« »Er ist beiläufig so groß wie der da.« Boena wies auf Törleß. »Nur hat er einen etwas zu großen Kopf.« »Ah, Basini.« »Ja, ja, so nannte er sich. Er ist sehr komisch.« »Und nobel. Er trinkt nur Wein.« »Aber dumm ist er. Es kostet ihn eine Menge Geld, und er tut nichts als mir erzählen. Er renommiert mit den Liebschaften, die er zu Hause haben will. Was er nur davon hat. Ich sehe ja doch, dass er zum ersten Mal in seinem Leben bei einem Frauenzimmer ist.« »Du bist ja auch noch ein Bub, aber du bist frech. Er dagegen ist ungeschickt und hat Angst davor. Deswegen erzählt er mir lang und breit, wie man als Genussmensch, ja, so hat er gesagt, mit Frauen umgehen müsse. Er sagt, alle Weiber seien nichts anderes wert. Woher wollt ihr denn das schon wissen?« Beineberg grinste sie zur Antwort spöttisch an. »Ja, lach nur«, herrschte ihn Boena belustigt an.
Ich habe ihn einmal gefragt, ob er sich denn nicht vor seiner Mutter schämen würde. »Mutter? Mutter?« sagte er darauf. »Was ist das? Das existiert jetzt nicht. Das habe ich zu Hause gelassen, bevor ich zu dir ging.« »Ja, mach nur deine langen Ohren auf. So seid ihr. Nette Söhnchen, ihr feinen jungen Herren. Eure Mütter könnten mir beinahe leid tun.« Bei diesen Worten bekam Törleß wieder die frühere Vorstellung von sich selbst, wie er alles hinter sich ließ und das Bild seiner Eltern verriet. Und nun mußte er sehen, daß er damit nicht einmal etwas fürchterlich Einsames, sondern nur etwas ganz Gewöhnliches tat. Er schämte sich. Aber auch die anderen Gedanken waren wieder da. »Sie tun es auch. Sie verraten dich. Du hast geheime Mitspieler. Vielleicht ist es bei ihnen irgendwie anders, aber das muß bei ihnen das Gleiche sein, eine geheime, fürchterliche Freude. Etwas, in dem man sich mit all seiner Angst vor dem Gleichmaß der Tage ertränken kann. Vielleicht wissen sie sogar mehr. Etwas ganz Ungewöhnliches. Denn sie sind am Tage so beruhigt. Und dieses Lachen seiner Mutter? Als ob sie mit ruhigem Schritte ginge, alle Türen zu schließen. In diesem Widerstreit kam ein Augenblick, wo Törleß sich aufgab und sich mit erwürgtem Herzen dem Sturme überließ. Und gerade in diesem Augenblicke stand Boena auf und trat zu ihm hin. »Warum spricht denn der Kleine nichts? Hat er Kummer?« Beineberg flüsterte etwas und lächelte boshaft. »Was, Heimweh? Ist wohl die Mama weggefahren? Und der garstige Bub läuft gleich zu so einer.« Boena vergrub zärtlich ihre Hand mit gespreizten Fingern in sein Haar. »Geh, sei nicht dumm. Da, gib mir einen Kuss. Die feinen Menschen sind auch nicht von Zuckerwerk.« Und sie bog ihm den Kopf zurück. Törleß wollte etwas sagen, sich zu einem derben Scherze aufraffen. Er fühlte, daß jetzt alles davon abhänge, ein gleichgültiges, beziehungsloses Wort zu sagen, aber er brachte keinen Laut heraus. Er starrte mit einem versteinten Lächeln in das wüste Gesicht über dem Seinen, in diese unbestimmten Augen, dann begann die Außenwelt klein zu werden, sich immer weiter zurückzuziehen. Für einen Augenblick tauchte das Bild jenes Bauernburschen auf, der den Stein gehoben hatte, und schien ihn zu höhnen. Dann war er ganz allein. Ende von Abschnitt 2.